James Bond besucht in Skyfall seinen Herkunftsort. Skyfall ist, wo alles beginnt, seine persönliche Lebensgeschichte und auch die Agentenstory als solche. Doch über die filmische Fantasie hinaus auch weit mehr als das, denn Skyfall ist eine Schlüsselerzählung, die Grundelemente der neuplatonischen Philosophie mit aufnimmt. Der Himmelssturz, das ist die Initialzündung des Seins. Skyfall ist die Ursprungssage von James Bond und auch von mystisch-okkulter Philosophie. Die Urgeschichte von Mystik und Magie ist der Fall vom Himmel, genauer die Entstehung der Materie aus dem Geist oder aus dem Nichts, das Geist ist. Auf Lateinisch heißt es die Creatio ex nihilo oder auch Creatio ex unum, die Schöpfung aus dem Nichts oder die Schöpfung aus dem Einen. Das Universum ist das in sich selbst gewendete Eine. Diese magische Geschichte wird alttestamentarisch-biblisch als Sündenfall, philosophisch-neuplatonisch beim Philosophen Plotin als ein sogenannter Ausfluss oder eine Emanation des göttlichen Einen über verschiedene Stufen einzelner Emanationen hinein in den Geist, die Seele und ins Weltliche der Materie beschrieben. Biblisch wird Luzifer, einer der höchsten Engel, wegen Frevel gestürzt. Parallel dazu wird der Mensch aus dem Garten Eden vertrieben. Für Friedrich Nietzsche ist der Sündenfall, der Sturz aus dem Himmel oder die Vertreibung aus Eden eine pfäffische Erfindung, die den menschlichen Wissensdurst nach dem Biss in den Apfel der Erkenntnis verächtlich machen soll. Doch universeller ist die philosophische Geschichte vom Sturz des reinen Einen, das geistig und unwandelbar ist, aus dem Himmel und auf die Erde in die Materie, ein Schlüsselmotiv neuplatonischer Philosophie, das sich zugleich als geistige Matrix durch unterschiedliche mystische und magische Systeme zieht, die wiederum ein großer Bestandteil von Geheimgesellschaften sind. Doch bleiben wir zunächst bei der neuplatonischen Philosophie. Wie wird der Himmelssturz in der neuplatonischen Philosophie beschrieben? Wir zitieren hier Plotin in seinen Enneaden, erstes Buch 2.3. Da nun jeder Organismus aus Seele und leiblicher Natur besteht, so muss auch der Himmel, wenn er numerisch ewig bleiben soll, entweder durch beides zugleich oder durch einen seiner Bestandteile, also Seele oder Leib, bleiben. Wenn nun dem Leibe das Unvergängliche beilegt, der braucht dazu die Seele oder ihre stete Gegenwart zum Bestand des Lebens nicht. Wer aber sagt, dass der Leib an sich vergänglich sei und die Seele jene Ursache beilegt, der muss versuchen zu zeigen, dass auch der Zustand des Leibes selbst nicht dem Bestand und der Dauer entgegen ist, weil sich in dem naturgemäß Bestehenden nichts Widersprechendes findet, sondern auch die Materie dem Willen des Endzwecks entsprechen muss. Was Plotin in den Enneaden ausdrückt über die Kosmogonie, also die Schöpfung des Seienden aus dem einen rein geistigen Urprinzip, ist folgendes, dass in den einzelnen Elementen der Schöpfung Bestandteile dieses Urprinzips enthalten sind, dass zwar eine Vergänglichkeit in den materiellen Dingen besteht, aber schlussendlich auch in der Materie als gleichsam der untersten Emanation des Geistes, der geistige Funke, wie es später die Mystiker nennen sollten, enthalten ist. Es geht also zum Thema Himmelssturz in der neuplatonischen Philosophie immer um das Verhältnis zwischen Geist und Materie. Wie kommt gleichsam der Geist in die materielle Welt und finden sich in der materiellen Welt noch Spuren des Geistigen? Wir können es hier an einem Schaubild noch etwas deutlicher gestalten. Wir sehen hier den Wirklichkeitsaufbau nach Platon und einen Wirklichkeitsaufbau nach Plotin. Der Wirklichkeitsaufbau nach Platon ist auf der linken Seite zu sehen, Wirklichkeitsaufbau nach Plotin auf der rechten Seite. Platon hat die Vorstellung, dass alles, was ist, alles, was greifbar und materiell existiert, von
immateriellen, rein geistigen Prinzipien, den sogenannten Ideen, beseelt ist. Diese Ideen existieren in einer gewissen Hierarchie. Es gibt die höchsten Ideen, das Gute, das Reine, das Schöne. Das Reine wird auch als das Wahre übersetzt, da das Wahre im Griechischen Aletheia das Unverhüllte ist. Das Gute, Wahre und Schöne als eine Trias der höchsten Ideen ist für Platon dieses Übersein, das unkörperlich ist, sich aber mitteilen kann in körperlichen Ausprägungen, dem Seienden, denjenigen Abbildern, die von den Urbildern, den Ideen beseelt werden. Bei Plotin wird von Hypostasen gesprochen. Es gibt nicht diese Hierarchie der drei höchsten Ideen, das Gute, das Wahre und das Schöne, sondern nur eine Überidee, das Eine, auf Griechisch Tohen. Und dieses Eine fließt gleichsam aus in einem kosmischen Schöpfungsakt über verschiedene Zustände, genannt Hypostasen, in den Geist, das Bewusstsein, die Seele und zuletzt in den Körper, die Materie. Er hat also die platonische Ideenlehre gleichsam überformt mit dieser Idee des einen Seins, dieser Superidee, die alle anderen geistigen Gestaltprinzipien noch überhöht und die sich dann in einer stufenweisen Ausflussbewegung, die auch analogisiert werden kann mit einer Sturzbewegung, dem Sturz des Geistes in die Materie, in die irdischen Emanationen, also das Seiende, tatsächlich entäußert. Man spricht auch davon, dass Plotin den Platonismus weitergedacht und vollendet hat im Sinne einer strikten Einheitsmetaphysik. Die platonische und neuplatonische Weltschöpfung als eine Austauschbewegung zwischen den Urbildern und den Abbildern und einem Abstieg des Seins in der Idee in das Seiende, im Abbild, welches seine Existenz aus dem Urbild nimmt, ist eine theoretische Matrix auch von Mystik und Magie. Betrachten wir die stufenweise Emanation, gleichsam hier auch den Himmelssturz des einen Prinzips in die Materie. So sehen wir es in diesem Schaubild sehr klar strukturiert. Tohen, das eine, ist wesend, nicht seiend, nicht nichtseiend. Es ist ein Übersein. Nous heißt Bewusstsein. Es ist die geistige Substanz und die Urbilder, sogar die Urbilder, die Platon als Ideen einschätzt, sind noch unterhalb des einen angesiedelt. Und die erkennende Fähigkeit des Menschen ist ebenfalls auf der Ebene des Nous, des geistigen Bewusstseins, angesiedelt. Deswegen kann der Mensch Erkenntnis zeitigen, weil ein Teil seines Seins ebenso unvergänglich ist wie diese aus dem einen ausfließenden höchsten Ideen und geistigen Prinzipien. Eine weitere Emanation ist die Psyche, die seelische Substanz. Die kann bereits individualisiert sein als Einzelseelen und ist seiend, gestaltend, kreativ und gestaltet. Die letzte, gleichsam niedrigste Emanation des einen ist die Materie. Die übergeordnete Vorstellung ist die, dass alles aus dem einen stammt, das Geist ist und in den Geist auch zurückfließt. Wir sehen hier zwar eine Abwärtsbewegung im kosmologischen Schöpfungsvorgang nach Plotin, doch durch die Prozesse von Mystik und Magie kann diese Bewegung gleichsam umgekehrt werden und der in der Materie verhaftete Mensch kann Kraft seines Bewusstseins, Nous, seiner Geistigkeit und mittels der Kräfte seiner Psyche wieder eine Rückkopplung zum einen erleben. In der Mystik ist es die sogenannte Unio Mystica, christlich ausgedrückt die Gottesgeburt in der Seele. Betrachten wir einmal die Grundbegriffe von Mystik und Magie, die ihre geistige, philosophische Matrix im Neuplatonismus finden
Und vergleichen wir sie auch strukturell miteinander. Was ist Mystik, was ist Magie? Wo beginnt das eine, wo hört das andere auf? Der Theologe Kurt Aram bemerkt, dass mit den beiden typischen Sichtweisen der Postmoderne, Logik und Technik, Mechanik, ich würde heute hinzufügen auch Digitalisierung, die inhaltlich massiv durch die Zeit der Aufklärung geprägt sind, beide Phänomene im Prinzip unerklärlich seien. Die Zeit der Aufklärung ist keine Phase, in der Mystik und Magie ihren Platz finden. In der Antike jedoch galt das Weltbild als geozentrisch, die Erde war Mittelpunkt des Universums und der Mensch galt hierin als ein vollkommener Mikrokosmos, welcher den Makrokosmos widerspiegelt. Diese Idee der analogen Entsprechung ist grundlegend für Mystik und Magie. Magie unterscheidet sich von der Mystik durch die Aktion. Während Mystik ein passives Schauen, Visionen, Verinnerlichen sei, nach Kurt Aram, nehme Magie aktiv Einfluss auf weltliches Geschehen, vermittels des Willens und Ritualen der Entsprechung. Wir haben es also mit zwei Formen geistiger Arbeit zu tun, einer passiven und einer aktiven Form, die gleichfalls in dieser Idee der analogen Entsprechung von Mikrokosmos, Mensch und Makrokosmos, Universum gründen und zudem vor der geistigen Matrix des Neuplatonismus und dieses Himmelssturzes, des Ausfließens der einen Ursprungsidee des reinen geistigen Seienden über verschiedene Stufen Bewusstsein, Seele, Materie hin gleichsam auf den Boden der Manifestation. Zu den Grundlagen der Magie, die zugleich auch Grundlagen sehr vieler mystischer Systeme sind, sind die sieben hermetischen Gesetze zu nennen, die auf der Tabula Smaragdina eingraviert waren und die auch in der Forschung stark diskutiert und analysiert wurden. Erstens, die Ursache der Welt ist Geist. Zweitens, wie oben, so unten. Drittens, alles ist Schwingung, Energie. Viertens, alles ist polar. Fünftens, alles hat Rhythmus. Sechstens, Aktion erzeugt Reaktion. Im Indischen sagt man Karma. Karma heißt Handlung. Siebtens, alles hat Geschlecht. Viele dieser hermetischen Gesetze, insbesondere das erste und das zweite, sind auch direkte Entsprechungen zum neuplatonischen Denken und zu der Ursprungssage des Himmelssturzes. Die Ursache der Welt ist Geist, das entspricht dem Prinzip Tohen, das eine Sein, das sich im Seienden, im Schöpfungsvorgang ausdrückt. Wie oben so unten bezeichnet den analogen Seinsvorgang und die Analogisierung von Mikrokosmos und Makrokosmos. Diese sieben hermetischen Gesetze zusammen mit der analogen Entsprechung und dem neuplatonischen Schöpfungsmythos werden in zahlreichen okkulten Systemen auch angewandt. Wir werden uns nun einige anschauen. Die Kabbala. Die Kabbala ist von ihrer Struktur hier anschaulich dargestellt im sogenannten Baum des Lebens, ganz ähnlich ausgeprägt wie die neuplatonische Schöpfungsgeschichte vom Himmelssturz oder vom Fall des Prinzips. Keter, die oberste Stufe, ist gleichsam das eine reine Geistprinzip. Die anderen Stufen, vergleichbar mit Emanationen, in der Kabbala sagt man Sephirot, Seinszustände, beziehen ihre spezifische Qualität von der relativen Nähe zum einen Geistprinzip beziehungsweise auf Position 10 Malkut zur Materie. Wir haben es bei den Sephirot, Seinszuständen, vergleichbar Emanationen, also mit Mischzuständen zwischen dem reinen Sein und der irdischen Materie zu tun. Ein weiteres magisches System, das sich der neuplatonischen Schöpfungsmatrix bedient, ist die Alchemie. Auch in der Alchemie gibt es unterschiedliche Seinszustände, die sich aus der Nähe des verkörperten Prinzips zum einen
definieren. Citrino ist die höchste Stufe, vergleichbar mit dem Tohen, dem einen. Rubedo ist eine transformatorische Stufe, vergleichbar mit dem Bewusstsein und dem Nous. Albedo ist eine Stufe der Latenz, vergleichbar mit der Psyche und den seelischen Strukturen. Und Nigredo ist eine Stufe mangelhafter Erkenntnis und starker Verhaftung in der Materie, vergleichbar mit der manifesten Welt. Ein ähnliches Prinzip, das ebenfalls den Neuplatonismus beleiht, ist in der Numerologie zu finden. Auch hier haben Zahlen nicht nur einen qualitativen Wert, sondern einen quantitativen Wert und sind insofern Substanzzahlen und als Substanzzahlen wiederum ein Ausdruck für Seinszustände. Die Zahl 1 bezeichnet den Ursprung, die Zahl 2 die Dualität, Polarität, wir erinnern uns an die hermetischen Gesetze. Die Zahl 3 ist die erste Vollkommenheit, die Verbindung von 1 und 2, die Vereinigung, die Synthese. Deshalb gilt die 3 auch als eine mystische und magische Zahl. 4 ist die Materie, die unterste Stufe der Emanation des rein geistigen Seinsprinzips in die Manifestation und so weiter. Es gibt ferner numerologische Techniken wie das Errechnen der Quersummen und die Gematria, so die Umrechnung von Zahlen in Buchstaben und umgekehrt. Immer geht es darum, dass die Zahlen als substanzielle Anzeiger definiert werden durch ihre Nähe zum rein geistigen Seinsprinzip. Auch das Tarot als ein komplexes magisches System nimmt Bezug auf die neuplatonische Schöpfungsgeschichte. Wir sehen hier im Bild die 22 großen Arkana. Die großen Arkana stellen eine Form der Geschichte der Reise des Helden dar, wie Joseph Campbell es schildern würde. Wir sehen von der Stufe der Narr über die Stufe der Magier und die hohe Priesterin, die Kaiserin, der Kaiser, verschiedene Manifestationen des menschlichen Bewusstseins bis hin zur Sonne, einer der höchsten Glücksindikatoren, dem Gericht und der Welt als Manifestation der Fülle auf allen Seinsebenen. Auch hier ist implizit hinter der bunten mythologischen Bilderwelt die neuplatonische Vorstellung des Himmelssturzes, des einen Prinzips, das sich über verschiedene Emanationen, Bewusstsein, Psyche bis in die Materie hin verwirklicht, umgesetzt. Die neuplatonische Weltschöpfung ist also eine theoretische Matrix von Mystik und Magie und von okkulten Systemen. Und wir sehen hier, dass dieses eine Prinzip, der stufenweise Abstieg des einen Seins in die Materie, alle diese Systeme durchzieht. Skyfall ist Ursprung. Es ist der Ort, von dem alles ausgeht. Vielleicht ist es kein wirklicher Ort, sondern vielmehr, wie in der Mathematik, ein Punkt. Ein Punkt hat keine Ausdehnung. Wir sehen hier eher einen Zustand, eine Initialzündung, zugleich auch einen Untergrund des Agententums, um auf die filmische Fantasie von James Bond zurückzukommen. Denn der Agent ist nicht nur ein geheimer Spion im Auftrag ihrer Majestät. Der Agentenberuf hat eine okkulte Bedeutung. Agere bedeutet betreiben, handeln, bewegen. Und was sich hier bewegt, ist nicht nur der Geheimagent als fiktive Person, sondern es ist gleichsam dieses eine Seinsprinzip, das sich über verschiedene Dimensionen entfaltet und immer in Bewegung schlussendlich die Erinnerung an das ursprungshafte Sein in sich trägt. Denn der Himmelssturz ist dort, wo alles beginnt.